Gute 4 Stunden, nachdem die Polizei hier an den großen Markt in Saarlouis alarmiert wurde, ist wohl nun klar, dass es wohl keinen Schusswaffengebrauch hier gab. Es wurde wohl eine Leiche im Keller gefunden. Die Polizei macht aktuell noch keine Angaben zu Person oder zu den genauen Umständen, wie diese Person ums Leben kam. Aber durch wohl einen lauten Knall wurde dann hier auch die operative Einheit und das Sondereinsatzkommando der Polizei hinzugezogen. Ja, mehr gibt es aktuell hier von der Lage nicht zu sagen. Wir halten euch aber auf den Laufenden. Mein Name ist Mirko Heinrich vom Blaulicht Report Saarland.